Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ach Mensch, Katerchen, Vorsicht, ich hau dir noch die Steckdose an den Kopf. Ich habe ja, wie ihr mitgekriegt habt, von Ukromen mehrere Steckdosen bekommen. Läuft auch ein Gewinnspiel. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier auch einen Buchstaben einblende, kommt drauf an. Und da war in einer von den USB-Adapter-Verpackungen halt noch dieser Stecker mit bei. Der war eigentlich nicht beabsichtigt. War auch nur in einer Verpackung drin. Also ich denke eher, dass das ein Versehen war, dass der da drin ist. Muss beim Verpacken passiert sein oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber naja, was wir haben, haben wir. Was wir kriegen, wissen wir nicht. Und dann habe ich gedacht, dann, wenn der schon dabei ist, dann machen wir dazu natürlich ohne mal ein separates Video. So, wir haben hier einmal einen ganz normalen, stinknormalen Wandadapter, wie ihr seht, mit zwei USB-Möglichkeiten. Die sind, ich habe leider keine Verpackung dazu, deswegen sieht man nicht, aber es wird, denke ich mal, 5 Volt, 2,4 Ampere sein. Hier vorne ist Klavierlack. Ja. Sieht auch gut verarbeitet aus. Dann werden wir mal testen. So, reinmachen, gucken. So weit guckt da raus. Ja, ihr könnt ihn halt so rausziehen oder ihr habt hier auch so ein zum Ziehen und könnt den daran rausziehen. 1, 2 Steckplätze, und da werden wir jetzt noch mal testen, was da geht. So, einmal, und dann nehmen wir mal, nicht über die Steckdose wundern, die ist von DDR-Zeiten noch, die ist Asbach uralt. So, und dann stöppeln wir mal rein. Zack. So, 61% wird geladen. Hier steht halt nicht Maximum, nicht Highspeed, schnelles Laden. Da gibt ja verschiedene Sachen, was da stehen kann. Und auch nicht langsames Laden. Es wird ganz normal geladen. Also 5 Volt, 2,4 Ampere. Ganz normal. Ein kleiner, süßer Wandadapter, der auch wirklich gut in der Steckdose sitzt. Ach so, hier sind auch Vertiefungen. Könnt ihr auch hier praktisch... Jetzt seht ihr schlecht, da. Da ist eine Vertiefung, und da, da könnt ihr auch so gut dran ziehen. Oder hier. Oder so. Also, ja, und dann halt zweimal USB 2.0, würde ich sagen, ist das. Ist auch weiß, damit es halt zur Steckdose erhalten wird. Innen drin auch weiß. Macht das, was das soll. Ist ein kleiner, schnuckliger Adapter, wenn man mal USB braucht und für die Steckdose, und die Steckdose halt nicht genug USB hat. Den da rein, und dann hat man nochmal zwei zusätzliche USB-Anschlüsse. Vielleicht finde ich den auch auf der Webseite von denen, dann werde ich euch den auch verlinken in die Videobeschreibung. Und das soll es für das Vorstellungsvideo auch schon gewesen sein, weil mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Es ist halt ein kleiner Stecker mit zwei USB, 2,4 Volt wird es beladen. Normale Ladegeschwindigkeit, kein Highspeed, kein nix. Ja, aber es macht, was es soll. Und ich bin dann auch schon weg. Mal ein kurzes, knackiges Video. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob hier ein Buchstabe einfliegt oder nicht, beziehungsweise kurz aufploppt oder nicht. Wenn es in der Videobeschreibung steht, dann ist es so. Und dann müsst ihr den Buchstaben halt mit den anderen Buchstaben zusammen im Google Doc Dokument angeben, was alles in der Videobeschreibung steht, und dann könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen und könnt euch da was aussuchen. So, alles steht im Google Doc Dokument, wenn ihr da durchlest, oder im ersten Video, was ich auch mal in die Infobox packen werde, zu dieser Steckerreihe. Bis dahin bin ich jetzt erstmal weg. Bis zum nächsten Mal, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.